Hallöchen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 5. Das ist Erbe der Könige. Wir sind hier in dieser Wolfsmission, sage ich mal. Haben jetzt hier ein paar Leute geklärt, haben das Ganze hier gesichert. Einigermaßen zumindest haben wir die Barbaren jetzt erstmal kurzzeitig vertrieben. Mal sehen, ob wie lange wir das halten können. Hier gibt es auch noch einen Trupp Bogenschützen. Die sollten wir hier natürlich auch schnell... Na, die können wir eigentlich auch hier stehen lassen. Denn die sollen natürlich uns hier ein bisschen aufpassen. Hier gibt es auf jeden Fall anscheinend einen netten Herr. Oh, da gibt es Steine. Okay. So, dann bitteschön ein paar Leute zum Steine holen schicken. Wo ist unsere Burg eigentlich? Würde mich mal so interessieren. Wir brauchen erstmal Wehrpflicht. Denn eine Kaserne haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben zwar alles Mögliche an hier... Ach doch, wir haben einen Schießplatz auf jeden Fall schon mal. Ach, das ist ja spitze. Ja, dann bauen wir uns mal drei Schützen und erforschen das Ganze auch mal, damit wir hier ein bisschen Ruhe haben. Seid unbesorgt. Und Dario redet gleich mal mit dem Händler hier, damit wir gleich mal alles abdecken. Da, ich kann euren Feinden eine kleine Überraschung schicken, wenn ihr mir das Geld für die nötigen Zutaten beschafft. 500 Taler hört sich nach viel an, aber glaubt mir, es lohnt sich. Gebt mir einfach das Geld und seht dem Feind beim Vorrücken zu. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Eine kleine Falle oder was will er da aufbauen? Für 500 Taler vor allem, nur kann man mal machen. Aber die Frage ist, wie viel und wann sollte man das am besten einsetzen? Lohnt sich das lieber, wenn der Feind kaum Truppen hat oder so? Meine Neffen haben erzählt, an der Brücke geht etwas vor sich. Ich würde nachschauen gehen, aber mir fehlt die Zeit. Würdet ihr? Ja, warum nicht? Immer doch. Dario macht es. Wir werden... Achso, wir werden eure Ware bezahlen. Das mit der Brücke sehe ich mir sofort an. Bin ich ja ganz überrascht. Wieso sagt Dario denn was? Herr, völlig verwunderlich. So, hier mit dem Mastadenschwertkämpfer. Kannst du nochmal sprechen? Vielleicht hat der was Tolles für uns. Oh, wir haben keinen Schwefel. Fällt mir auf, ne? Schwefel sieht man nicht. Hier ist ein Leibeigner. Mit dem kann man sprechen. Hier steht ein Trupp. Die Trollbrücke. Was? Trollbrücke? Leute, mal hier ein Problem. Ja, zerstört die alte Kathedrale, das... Die Erforschung ist abgeschlossen. Oh nein. Wir haben einen Arbeiter attackiert. Lasst meine Arbeiter. Mörder. Ihr Mörder. Toll. Was wollen die denn? Ich wollte eigentlich mit dem netten Herrn da reden. Aber das wird jetzt wohl nichts. Kein Problem. So, lauf da runter. Und, ja, schön. Jetzt ist der Kerl weg. Ich laufe jetzt auch nicht wie blöd hinterher. Das geht ja auch nicht. Hier stehen auch noch Truppen. Das kann ich. Jawohl. So, kommt. Schnappt euch den Herrn. Nur Mut. Schnappt sie euch hier. Wir werden siegen. Schnappt sie euch. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Toll. Dario wartet hier. Und was ist jetzt mit dem netten Herrn, mit dem man reden muss? Was ist denn hier los? Eure Bauernhöfe. Was geht denn hier schon wieder ab, ey? Wo kommen die denn alle her? Alter, was ist das für eine Verarschung hier? Scheiße. In Ordnung. Attacke! Vor allem, die kommen einfach so aus dem Wald raus. Das ist doch echt. Das ist doch. Boah, da kriegst du doch einen Rappel. Was willst du denn da machen? So, und jetzt steht er wieder hier. Ja, herrlich. Gut, dann reden wir mal mit den Herrschaften. Ergreift sie. Guten Tag, Herr der Herr. Schön, dass endlich jemand gemerkt hat, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Diese Bastarde werden einfach nicht müde. Doch, ich könnte wirklich eine Pause brauchen. Ja, das verstehe ich durchaus. Die nerven mich auch jetzt mittlerweile schon. Ich weiß gar nicht, was ich dagegen unternehmen soll. Seid doch bitte so nett und baut einen Ballisterturm da oben auf dem Hügel, ja? Okay. Wird erledigt. Brauche ich nur noch ein bisschen Forschung dazu. Dann kriegen wir es hin. So. Ja. Ihr werdet angegriffen. Zack. Erlegen wir die doch alle hier. Sollte nicht so das Problem werden, echt. So, haben wir die geklärt. Sehr schön.
Ja, Herr. So, ihr Reiterwelt euch wieder um die Kirchenruine kümmern. Angriff! Attacke! Angriff, so. Ihr zwei Trupps lassen wir hier stehen erstmal. Und ihr habt gar keine Leute. Ach so, weil wir 100 von 100 euer Leuten Wunsch haben. Wahnsinn. Gut, Dario, dann rede mal mit dem hier an der Brücke, dass wir erstmal hier alle Aufträge klären. Ich weiß im Moment gar nicht, was hier so groß los ist. Ja, die Schmiede könnte eigentlich noch ein bisschen was tun. So, hier, was ist mit Forschung? Wo ist denn die... Ach, hier, Tribute. 500 Taler, sieh zu, wird Überraschung erhalten. Ja, bitteschön. Ja, bin mal gespannt, was das wird. Hey, Jungs! Alles klar? Warum ist die Brücke gesperrt? Wir haben in der Tat ein kleines Problem. Seht ihr diese widerlichen, schwertschwingenden Taugenichtser dort drüben? Eine größere Gruppe von ihnen hat uns überfallen und unsere Schwester entführt. Wir sind knapp entkommen und haben die Brücke gesperrt. Wir warten nun auf ein paar Freunde, um diesen Bastarden in den Allerwertesten zu treten. Ja, wartet nur, ich bin noch nicht so weit. Wehe, ihr macht jetzt schon die Tür auf. Das kenne ich ja schon wieder, das ahne ich ja schon wieder. Sie gleich wieder aufmachen. Brauche ich erstmal einen Dieb, der die Brücke in die Luft jagt, wenn wir Pech haben. Ja. Hallöchen. Rede doch mal weiter hier. Wir haben noch nicht ewig Zeit hier. Unser Falke fliegt da auch fröhlich vor sich hin, aber trotzdem ein bisschen Zeit ist ja noch. Ne? Ja. Naja, irgendwie ist jeder beschäftigt oder hat genug Ausreden parat. Unsere Schwester wird in einem ihrer Lager festgehalten. Wer weiß, in welchem Zustand sie ist. Sie ist ein zartes Geschöpf, müsst ihr wissen. Das ist natürlich traurig. Ja. Ah, egal, wir werden eure Schwester schon retten, irgendwann. Wie ihr macht jetzt die Tür auf, dann ist Land unter, ey. Dann hau ich euch gleich um. Oder lasst euch da einfach stehen und dann könnt ihr sehen, was er macht. Naja. Irgendwie ist jeder beschäftigt. Ach, und der Text hat sich gar nicht erinnert. Das kommt einfach nur das Bild dahin. Ach so. Na gut. Mit denen sollten wir fertig werden. Das sollte nicht das große Problem werden. Das sollte gehen. Aber die Schwester sieht schon wieder aus wie immer. Richtet sich nochmal schön her, ne? Mhm. Aber sonst ist hier auch nichts los. Ja. Sonst noch was? Was glotzt du so, du schielendes Ferkel? Komm noch ein bisschen näher und ich pflanze dir den Feind zwischen die Augen. Dann hast du was zu gucken. Alter, sag mal. Was soll denn das hier? Mit wem redest du? Mit mir? Wenn du mit mir redest, dann hagelt's bei dir gleich was. Und das glaubst du. Aber dann hast du nicht einen Feind zwischen den Augen, sondern hast du gleich fünf. Achso, ne. Genau. Heben wir die Barrikade auf und gucken, wer zuletzt lacht. Du Landratte. Ach, Leute. Ich komme später wieder, du Pfosten. Wartet kurz, den will ich eine Lehre erteilen. Ich bin gleich wieder da. Na, immerhin, man hat auch mal die Wahl. Das ist ja supi, man darf auch mal auswählen, ob man will oder nicht. Hier kommt schon wieder. Euer Dorf wird angegriffen. Ja, kommen schon wieder nette Leute hier vorbei. Attacke! Dann brauchen wir wieder unsere Reiter. Unsere Reiterstaffel, die ist ja jetzt wieder fit. Da kommen schon wieder zig Leute aus dem Wald. Und hier sind auch irgendwo. Achso, die Feinde, die das sind ja die von da drüben. Okay. So, gucken wir mal hier uns an, was hier so los ist. Die Sägemühle sollten wir bald mal reparieren. Wo ist eigentlich unsere Burg? Ach, hier. Mehr Siedler können nicht ach aus ja, dem Dorfzentrum ich vergaß. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Das ist ja Wahnsinn. Ja, da müssen wir uns irgendwie hier mit Forschung ein bisschen durchtasten. So. Ihr werdet angegriffen. So, Freunde, das wird schon. Hier. Zuschlagen. Nur Mut. Wir werden siegen. Zuschlagen. Attacke. Sofort. Haut sie alle platt. Sofort. Bis in den Tod. So, jetzt kommt ihr doch alle ran, ne? Das ist auch supi. Ja. So, Dario, guck dich mal hier ein bisschen um. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas Schönes. So gut ich kann. Vielleicht können wir auch diese blöden Angriffe hier aus dem Weg räumen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ein Wölfchen. Ah, das tut aber nichts. Schade, das Wölfchen macht nichts. Ach, hier ist die Eisengrube. Ah, okay. So, und was macht jetzt der nette Händler her hier? Der macht irgendwie gar nichts. Gut. So kann es sein. Gut. So, da hier ja ständig irgendwelche Angriffe laufen. Jawohl.
sollten wir uns hier auf jeden Fall parat halten. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Die Leute hier oben umhauen, das kriegen wir immer noch hin. Das dauerte nicht lange. Ja, mein Lord. Lustig, dass die Gelben mal die Bösen sind. Haha, finde ich witzig. So, wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar Leute hier. Na gut, es ist natürlich alles nicht das Highlight gerade. Ja, wir brauchen irgendwo noch ein Siedlungsplatz. Auch hier ist ein Nebel. Na, hoffentlich kommt hier nicht das Nebelvolk gleich noch rum. Ja. Oh nein. Wie ihr wollt. Das wäre. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Och, nee, das ist nicht euer Ernst, ne? Ja, mein Lord. Das ist nicht euer Ernst. Sehr wohl. Ihr wollt mich doch verarschen. Gut. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ihr das Nebelvolk haust. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Da kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern, dass hier das Nebelvolk womöglich auch noch rumgeeiert ist. Ach Gott, hier nein. Halt! In Ordnung. Da war ein Punkt. Ja, ein Kundschafter. Was macht er hier? Ja, mein Lord. Und wieso kann ich nicht mit dem reden? Gut. Dann kann ich wohl ja später. In Ordnung. Ah, na, das ist natürlich ganz herrlich hier. So, ihr haut da alles an Holz weg, das ist natürlich spitze, aber so das wäre auch irgendwie schöner, wenn da schon mal ein bisschen... Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. So, lauf mal, Dario, lauf! Lauf! Wir brauchen noch ein Dorfzentrum. Wir brauchen noch ein bisschen was. Oh Gott, hier ist plötzlich auch so viel Nebel. Ja, mein Lord. Gut. Aber der ist, ja, der ist zum Glück hier nur so ganz leicht. So gut ich kann. Ich glaube nicht, dass hier das Nebelvolk lauert. Das lauert vielleicht hier oben im Norden. Ja. Aha, das wäre aber ganz so böse, wenn die schon wieder da wären. Auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Die können mir gestohlen bleiben, ehrlich gesagt. Ja. Ach, da kann ich gar nicht hochlaufen. So gut ich kann. Wie da brauche ich wahrscheinlich dann den netten Herrn von. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich teilweise an diese Mission. Ja. Durchaus. Sehr wohl. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Aber nur grob. Ich erinnere mich jetzt an die Karte. Aber ich weiß nicht mehr, was man hier alles machen musste. Leider. Ja, so gut ich kann. Auf jeden Fall muss ich irgendwo versuchen, ein weiteres Dorfzentrum aufzutreiben. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Lauf mal hier rüber. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Vielleicht finden wir noch ein Dorfzentrum irgendwo. Hier, glaube ich, wird keins sein. Möglicherweise. Nee, hier so eine steile Klippe. Aber hier oben könnten wir nochmal gucken. Da oben könnten wir nochmal einen Blick reinwerfen. Guck mal, hier ist ein Friedhof auch. Guck mal hier oben. Vielleicht gibt es da noch was Schönes. Halt! Ja, wir sind schon wieder. Unsere Leibeigenen sind schon wieder gefährdet. Lass doch mal unsere Leibeigenen. Ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? So, und Dario sieht hier auch schon wieder irgendwelche Leute. Anrücken! Da sind sie! Ja! Haltet so ein! Ich kann. Angriff! Ja, wo sind unsere Reiter? Da sind unsere Reiter. Helft Lehrt mit! Sie das fürchten. Helft Dario! Unterstützt Dario! So, ihr kümmert euch um die. Gut, der überlebt da schon, der kümmert sich um den netten Herrn. Das ist gut. Feinde haben einen Held attackiert. Die hier können gerne weiterlaufen, das ist mir egal. Wie ihr wünscht. Bleibt sofort. Hier. So, Dario überlebt das auch. Jetzt sind da die anderen. Die helfenden Hände sind da. Das sollte klappen. So, also, wir haben leider nicht mehr genügend Leute da, um hier irgendwas zu unternehmen. Wir brauchen also mehr Platz. Gibt's hier irgendwas? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wenn wir da noch ein Dorfzentrum gefunden hätten. Ja. Gut, ich gehe davon aus, wir haben hier oben im Norden eins. Das heißt, das sollten wir uns dann recht bald schnappen. Eine Kaserne haben wir aber nach wie vor nicht, glaube ich. Deshalb baue ich mir einfach mal eine. Und zwar... Ja, Gottchen, wo bauen wir denn hier hin? Hier, wo die Kathedrale hin muss, genau. Da setzen wir die am besten hin. Nee, hier irgendwo hier oben, aber... Na doch, hier ist Platz. Bauen wir sie dahin. An die Eisenmine. So, das haben wir geklärt. Sehr gut. Dann könnt ihr hier hinlaufen wieder. Dario packen wir auch hier hin. Und dann werden wir kurzzeitig einen Angriff hier oben gleich, oder nächste Folge machen wir es dann auf jeden Fall. Da werden wir dann einen Angriff im Unternehmen. Ja, und was machen wir mit euch?
würde eigentlich gerne Steine holen. Haben wir leider nicht. Gut, dann werdet ihr auf jeden Fall hier mal die Sägemühle reparieren, bevor die irgendwann völlig kaputt ist. Und unsere Bogenschützen hier werden wir mal ausbilden, verstärken. Wie soll ich mich konzentrieren, so, wenn ihr mich kitzelt? So, das haben wir. Dann kommt ihr da hinzu. Dann haben wir da ein paar Truppen. Das ist gut, das ist sehr schön. Der kann da gerne stehen bleiben. Der kümmert sich schon um Feinde, die dann möglicherweise anrücken. Sehr nett. Sehr nett, muss ich so sagen. Ja, hier gibt es ja jetzt erstmal nicht groß was zu tun. Das heißt, wir sollten uns irgendwie aufbauen. Das Problem ist halt, wirklich viele Leibeigene können wir uns nicht holen. Da haben wir nicht wirklich viel Geld für und auch sonst ist es eng. Wir holen uns aber auf jeden Fall ein bisschen Holz hier. Wie sieht es mit Eisen aus? Das müsste ich jetzt auch mal gucken. 1117, okay. So, das heißt auf jeden Fall... Oh, ich komme hier noch nicht zurecht. Die Siedlung ist mir zu groß. Da komme ich völlig durcheinander. Das ist mir zu viel hier. So, wo haben wir denn... Kaserne. Also, warte mal. 15 reichen nicht ganz. Das heißt, wir können nur 2 Trupps bauen. Okay, macht nichts. Bauen wir halt nur 2 Trupps. Was soll's. So, hier haben wir auch noch einen Trupp. Ah, okay. Die ziehen wir damit zu. Stimmt, den haben wir ja auch noch, den Trupp. Und mit denen nehmen wir dann den Norden ein und unseren Speerträgern. Die hier lassen wir hier stehen, damit die sich dann um die Herrschaften hier kümmern könnten. Oh, da kommen 2 Trupps schon. Oh, sehr gut. Der schafft das schon. Der macht das alleine. Der kriegt ja keinen Schaden. Das ist supi. Also eigentlich ist das optimal, wenn wir hier gar nichts hinbauen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Weil der kümmert sich schon um die. Der kümmert sich da schon drum. Mach sie platt. Ja, supi macht er das. Super macht er das. So, der Leibeigene hier kann sich auch gerne auch darum kümmern. Unsere Speerträger ziehen wir hier mit zu. Ich tue mein Bestes. Jawohl. Hier hinter die Verteidigungsposition. Ach, und wir haben so wenig Wohnhäuser und so ein Zeug. Das ist das Problem. Sehe ich gerade so. So, fertig. Ihr seid fertig. Dann hier bitte. Okay, die Sägewerke haben auf jeden Fall keinen Bauernhofplatz. Ja, ja. Da kümmern wir uns gleich drum. Keine Bange. Das werden wir jetzt so alles lösen. So, der schafft das schon, der macht das alleine. Dario, du rennst hier jetzt auch in den Norden hoch. Ihr seid fertig, dann jetzt bitte schön den Bauernhof. Damit wir jetzt unsere ganzen Plätze mal so langsam unter Kontrolle bekommen. Hier sind jede Menge Plätze und da ist niemand. Okay, aber die brauchen wir für später dann. Brauchen wir dann für später. So, wo sind unsere Gelehrten denn? Sind hier, richtig. Legierungen war das. 300 Schwefel. Jetzt haben wir fast keinen Schwefel mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber dafür können wir die Schmiedhütte gleich ausbauen. Das ist ja auch schon was. Wir haben so viel Eisen. Eigentlich können wir damit echt locker alles Mögliche hinkriegen. Und das ist ein Zelt von uns. Ach, das ist ja witzig. Das ist ein blaues Zelt. Fällt mir jetzt so auf. Zahltag. Sehr gut. Fertig. So, ihr habt da Bergmann, Lehmgrube. Okay, okay. Bauen wir hier was hin. Hier lässt es sich gut. Ja, das sind ja auch so viele Leute, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ach, so eine riesige Ziegelbrennerei, deshalb kriegen wir so viel Lehm. Naja, was soll's. Ja, wir werden in der nächsten Folge das hier dann angehen, das Problem mit den Gelben hier im Norden. Da werden wir das Lager dann säubern und dann haben wir hoffentlich auch hier Zugang zu einem kleinen Lager. Beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, ob hier möglicherweise das hier dann alles mit dem Norden so verbunden ist. Das geht hier nämlich ziemlich weit den Norden hoch. Möglicherweise lauern da ganz viele böse Truppen und die ärgern uns dann. Das kann natürlich auch passieren. Fände ich nicht so schön. Die Musik gefällt mir auch nicht. Die deutet nämlich immer darauf hin, dass es hier irgendwelche fiesen kleinen Nebelkrieger gibt. Und da oben war ja sowieso so viel Nebel. Naja, wir werden das sehen. Ich hoffe, dass meine Befürchtungen sich nicht erfüllen. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Macht es gut. Ciao.